Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Night of the Dead. Wir haben das letzte Mal diesen mutierten Gregory, keine Ahnung, General Gregory oder wie auch immer der geheißen hat, den haben wir erledigt. Und jetzt fahren wir im Grunde zur nächsten Anlaufstelle und zwar wieder im Schneebiom. Da werden wir dann da auch da vorne dann mal einen Kaffee trinken, ne? Ganz gemütliches Kaffeepäuschen mal machen. Und dass wir eben für die Kälte gerüstet sind. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, dass wir jetzt halt wieder ein paar Hinweise nur haben in der Questverfolgung. Und irgendwann später wird dann wahrscheinlich wieder mal so ein Endboss-Kampf kommen oder sowas. So. Ich schaue jetzt halt auch ehrlich gesagt gar nicht auf den Sprit. Weil wir haben ja nachgetankt, sollte tatsächlich der Sprit ausgehen, dann müssen wir einfach mal ein paar Autos looten, wenn es notwendig ist. So, immer schön außen rumfahren und die, ne? So, bleiben wir stopp. Gut, dann können wir nämlich jetzt halt mal unser Käffchen trinken. Verdorbener Kaffee. Jawohl. Yam, yam, yam. Ella trinkt ja erst, wenn sie schon mitten im Gebiet ist. Aber ich glaube, bei ihr stört es auch gar nicht einmal so stark. Oder? Ich weiß nicht, du sagst irgendwas, aber ich verstehe es nicht. Ah, es lädt wieder, ne? Habe ich hier alle Autos weg oder warum ist hier so frei? Da haben wir diese Hochbahn. Bestimmt auch interessant. Ach so, das ist jetzt wahrscheinlich in dem... Na, danke. Das ist wahrscheinlich jetzt in diesem Tunnel-Dingsbums, oder? Kann das sein? Da, wo wir schon waren? Da, wo ich dummerweise hingegangen bin? Fahr mal so. Fahr mal hier, fahr mal dort. Ja, so wie es ausschaut, ne? Weil das Buch ist hier auf der linken, rechten Seite von uns. Das könnte sein. So, aber wenn das tatsächlich da ist, schauen wir doch einfach mal. Ich weiß es nicht, halt. Du gehörst mir, Junge. Ja, meine Studentin war es diesmal. Gut. Gut, gut, gut. Servusle. Du hältst aber ganz schön was aus. Danke, Ella. Genau, schieß mal ein wenig auf den. Dafür hast du ja deine Munition. Ja, aber nicht auf mich. Gut. So, wo haben wir denn das Buch? Anscheinend hier. Yep. Mar, keine Ahnung. Ui! Du blöder Hund. Hier mit Dingsi werfen, mit Handgranaten werfen, das geht ja gar nicht. Kommen wir hier drüber? Dachte ich mir. Ich kann da locker drüber, ne? Über die Teile. Du wirst auch eine Handgranate, jetzt ernsthaft? Okay. Das war's schon. Können wir hier vielleicht auch mal den einen oder anderen Bus zerlegen? LKWs sind auch gut. Dum, dum.
Oh, Einkaufszentrum. Was haben wir denn da? Achso, wieder nur Skinzeug. Schießt du auf mich? So, das ist mit Sicherheit irgendwo oben, vermute ich jetzt mal. Moment. Na also, geh doch. Es waren mir nämlich jetzt wieder ein paar zu viele, ne? So, nehme ich mal wieder meine Pistole in die Hand. Ist das jetzt eine Taube oder ist das eine Eule? Okay. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen Geld rauskriegen. Nee, kriegen wir nicht. Ja, ich weiß, das ist ekelhaftes Zeug, ne? Geh weg mit deiner Handgranate, ey. Ja, hätte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen brauchen. Nichts weiter. Das haben wir. Dum, 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 dum. Ah ja, ständig. Ständig höre ich irgendwas. Da denke ich immer nicht dran, dass die ja auch platzen, ne? Genau, nutz mal deine Schrotflinte, Ella. Dafür habe ich sie dir gegeben. Ne? So. Ui. So, Telefonzellen haben wir nichts, da ist ein Regal.
Ich sollte hier vielleicht nur den mal 2 Zoom dran machen, weil irgendwie ist das ein bisschen zu nah ran gezoomt. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir alles. So. Ich denke, dass wir noch weiter nach oben müssen, Ella. Kaffee? Yay. So, da vorne ist eine Box. Schauen wir mal. Okay, Gold. Nägel. Au. So. Schauen wir uns hier mal um. Da ist nix. Da ist nix. Alles kaputt. Ein Regal haben wir hier. Die können wir leider nicht zerlegen. Anscheinend ist das irgendwie... Also es scheint ein Kaufhaus zu sein. Dann ist klar, dass nicht überall was drin ist. Bam, bam, bam. Ach, da ist er. Hallöchen. It's been a long time since I've seen a human face. Aha. I've been hiding out. Unable to escape because of the zombies roaming the supermarket. I thought it was a goner, but thanks to you, I'm still alive. Okay, das ist dann quasi der nächste Überlebende. I see you're looking to handle the mutagenic substance. In that case, I can help you out. Okay. Grab the formaldehyde next to you and head to the underground facility. There should be equipment there capable of preserving the mutagenic substance. Alles klar. Moment, wir machen mal so ein kleines Bildchen von dir. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch irgendwas zu looten? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, ne, außer das Ding halt. Das Formaldehyd. Bestätigen. It's truly fortunate to have met someone who can offer assistance. I'll also head down to the underground facility. See you there. Alles klar, wir sehen uns dort. So, gucken wir mal. Wir müssen, okay, raus und dann eben die Hauptstraße nach da vorne. Ah, okay, und wir, da müssen wir jetzt halt runter in diese Anlage, wo wir schon waren. Ah, alles klar. So. Panzerlein? Wo habe ich den hin? Da vorne, ne? Ja. Na, dann passt's ja. Du kannst eh gleich mal hier reparieren, und zwar die Pistole. Ich habe mal alles repariert beim letzten Mal. Wir haben jetzt halt recht viel auch an Zeug. Ja, also Reparaturzeug. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, wir müssen, jetzt schaue ich in die Richtung, im Grunde zurück. Geht, 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 geht. So, und jetzt dann hier vorne links und dann da vorne wieder rechts. Und passt doch ideal. Dum, 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 dum. Ja, dann müssen wir halt jetzt halt nochmal die Treppen runter. Aber das habe ich ja schon gesagt in dem Part, wo ich das Buch da unten geholt habe, dass wir da nochmal runter müssen. So.
Also spritmäßig haben wir eigentlich noch ganz okay. Das Ding ist jetzt nicht ganz voll, aber... So, hier dann links. Und genau, immer geradeaus. Wunderbar. So ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber dann baut sich das immer so spät auf. Und dann sehe ich manchmal die Fahrzeuge nicht. Rechtzeitig auszuweichen. Genau, wir müssen... Da müssen wir runter. Alles klar, und hier haben wir ja schon ein bisschen gereinigt. Thanks. That was a fun ride. Na, das freut mich doch. So. Begeben Sie sich zur unterirdischen Anlage. Unterirdische Anlage, ja, ist okay. Also, gehen wir mal da runter. Ist ein Spaziergang, ne? Aber da kriegst du einen Drehwurm. Egal, ob du hoch oder runter läufst. So, aber wir haben ja hier eh schon alle eliminiert. Also von daher, oder die meisten haben wir eliminiert. In die Richtung. Gehen wir halt einmal davor. Nee, das kann nicht sein, ne? Irgendwie laufe ich weg. Aber wir waren trotzdem nicht in diesen... Okay, da ist nichts. Ach ja, die Dinge können wir jetzt zerlegen. Das habe ich beim letzten Mal ja sein lassen, weil ich da voll war. Machen wir einfach mal noch die Dinger hier durch, wo wir noch nicht waren. Hallo? Vorsicht, der platzt. Ups. Gut. Ist er noch zerlegen? Schau mal da mal, was wir noch alles finden, ne? Aber du solltest gleich mal wieder den Ekel-Kaffee trinken. Das da können wir brauchen. Plasmaschild. 37. Parieren. 3 Bewegungen. Ich weiß nicht, ob das für sie vielleicht gut wäre. Ja, warte mal, ich gebe dir mal den da. Achso, hast du schon, ne? Vergiftung, Bewachungspunkt, Regeneration. Feuerverstärkung, Haltbarkeitsverringerung. Ja, dann ich damit.
Bücherregal. Also wie gesagt, das meiste haben wir eh schon mitgenommen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Da waren wir noch nicht. Aber wir mussten in die eine Tür rein, ne? In die eine Tür müssen wir noch rein. Da kamen wir nämlich nicht rein, weil wir da die Zugangskarte auch gebraucht haben. Und das wird wahrscheinlich das sein, wo wir jetzt hin müssen. Mit Sicherheit. So, genau, da mal entlang. Da haben wir das meiste eigentlich schon erledigt. Ich weiß bloß nicht mehr, wo das genau war. Den habe ich schon mal geleert. Also zumindest das wichtige Zeug rausgenommen. Die Spulen haben wir, glaube ich, auch schon. Ja. Da ist nichts weiter. Dann war es die Tür. Könnte es sein? Fahren Sie fort mit Quest. Begeben Sie sich zur unterirdischen Anlage. Ich bin bei der unterirdischen Anlage. Ach so, ich musste irgendwo anders noch hin vorher. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich nochmal nach oben muss. Ach, wahrscheinlich ist es der Ausgang. Das könnte sein. Das könnte sein. Das ist halt das Blöde, dass ich da schon war, ne? Deswegen weiß ich jetzt natürlich nicht, wo ich hin muss. Hier noch weiter? Nee, das ist eine Sackgasse, ne? Nee, da geht's nirgends weiter. Sowas blöd, sowas blöd. Ich versuche mal, mich irgendwie in die Richtung von dem Buch zu begeben. Vielleicht hier? Ach, das könnte sein. Hier? Nein. Hä? Jetzt sag bloß, ich muss nochmal nach oben. Ich muss tatsächlich nochmal nach oben. Das kann doch nicht sein, oder? Warte mal, geh mal auf die Quest. Kampfquest Hauptgeschichte. Nachdem wir mutierte Franz Negros besiegt und das mutierte Substanz gesammelt haben, gehen wir zur unterirdischen Anlage. Ach, ich brauche die mutierte... So, das habe ich nicht... Das habe ich nicht gecheckt anscheinend. Na gut, dann gehe ich jetzt mal nach oben und hole noch die mutierte Substanz. Have you arrived at the underground facility? Ah, endlich. Mr. Harold and I have already arrived and finished our preparations. Ja, schön, das freut mich. Dann laufe ich jetzt das dritte Mal jetzt runter. Ich bin nämlich gerade nach unten gelaufen. Ich habe die Substanz geholt aus dem Fahrzeug. Wo ist er jetzt? Hier oben. Das habe ich geholt, bin nochmal nach unten und dann ging die Tür immer noch nicht auf. Dann musste ich natürlich nochmal nach oben. So, aber dass ihr das Vergnügen auch habt, würde ich sagen, ich laufe mit euch nochmal nach unten zumindest. Ah, und dann bin ich mal gespannt, ob es jetzt dann wirklich weitergeht. Weil irgendwie hat es nicht ausgelöst. Also das war erst, als ich auf der anderen Seite jetzt von diesem Rondell war, erst da hat es dann ausgelöst, dass ich ja die Stelle erreicht habe. Ganz komisch. Ich hoffe mal, dass sie das fixen werden. Für zumindest andere Spieler dann irgendwann. Dass die dann nicht so wie ich hier 100.000 Mal hoch und runter rennen. So, gucken wir mal. Hier müssen wir durch. Und hier müssen wir rein. So, schauen wir mal. Jawohl, jetzt funktioniert's. Wunderbar. Hallöchen. Ach so, das war doch der Knilch, mit dem ich... Nee, soll ich jetzt mit dir sprechen oder mit ihm? Mit ihm soll ich sprechen, ne? You've arrived safely, I see. Ja, bin ich. Place the mutagenic substance in formaldehyde into the preservation device for processing. Once the processing is complete, take a look at the box right next to it. I've put some equipment in there that might be helpful to you. That's as far as I can help you, it seems. Okay. I'll be staying at the shelter in the snowy fields from now on. I'll be hoping for your success in achieving your goals.
Ich hoffe, du hast genug zum Essen. Komm doch mal rein hier. Weil das da draußen, das Rumgehüpfe, das ist ja auch nichts, ne? So, entsperren, Unterkunft für Überlebende. So, machen wir mal herstellen. Mutierte Substanz. Herstellen. Ach nee, das muss ich nehmen. Nee. Ah, jetzt hier. Herstellen. Jetzt. Habe ich es jetzt hergestellt oder was ist jetzt los? Ach so, da habe ich es. Da habe ich es drin. Okay. Ja, Formaldehyd, mehr haben wir nicht. So. Mit euch noch irgendwas sprechen? Nee, ne? Die Dinger kann man nicht zerlegen. So, dann müssen wir hier in die Box. Dankeschön. Handgelenkstütze. Harolds Handgelenkstütze. 5 maximale Gesundheit, 4 Bewegungsgeschwindigkeit. Alle Statistiken, schauen wir mal, was das ist. Beim Zubehör ist es drin, jawohl. Das ist auf jeden Fall, ups, das ist auf jeden Fall besser wie das andere Teil, ne? Ja, cool. Aber ausrüsten kann man das. Es ist nur Skinsteckdose, also eine Verkleidung. Feuerverstärkung, Bewegungsgeschwindigkeit, Chance auf Immun gegen Taumeln, wenn Schaden genommen wird. Na, wunderbar. So. Sprechen mit Dr. Veronica Crimes. Also doch mit ihr. The preservation process for the mutant substance has been successfully completed. Ups. Dealing safely with highly reactive mutant substance required this crucial procedure. Now we can head to the lab to analyze this. Okay. Moment. Ich will trotzdem hier irgendwie ein schönes Bild von euch haben, aber das geht nicht mehr, ne? Na, vergiss es. Vergiss es. So, Belohnungserwerb. Bewegung, Forschungsinstitut, finden Hinweis. Daher haben wir den Überlebenden. Und das Forschungsinstitut ist... Ah, da oben. Ganz da oben. Na ja, dann. Dann einmal raus hier. Das ist die falsche Richtung. So. Dann geht es jetzt wieder einmal nach oben natürlich, ne? Bisschen langsam, dass die Ausdauer wieder nach oben geht. So. Dann dürft ihr wenigstens jetzt auch einmal mit nach oben laufen. Ich verstehe kein Wort. So. Wunderbar, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, jetzt müssen wir nur gucken, wann Ella kommt. Die ist noch am Treppen hochlaufen. Und da ist er ja. Bitte nicht runterfallen. Ja, die KI könnte wirklich noch ein bisschen besser sein, aber ist egal. So, gehen wir erst einmal vorwärts. Ups, ich habe jetzt gedacht, ich fahre an dem vorbei. So, hier haben wir die... Haben wir das Ding hier? Oops. The animals of the snowy region have evolved perfectly to suit their environment. Ach so, haben sie das? So, schauen wir mal hier rein. Skin. Da brauchen wir halt wieder die 5 Gegenstände, ne? Ja. Da muss ich mich mal damit beschäftigen. Schnellreise. Sprechen. 1320.01.34. Okay. Passt schon. Ich habe es jetzt nicht unbedingt darauf abgesehen, dass ich diese Quests mache. Halt.
Lass uns einfach mal weiterfahren. Allzu weit ist es nicht mehr, ne? So, dann warte mal. Wir haben hier... Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch hier an der Stelle Schluss. Machen wir an der Stelle hier Schluss. Wir zerlegen mal noch den Krankenwagen für die Medikamente. Gut, und dann machen wir an der Stelle nämlich beim nächsten Mal dann weiter. Und dann holen wir uns diese nächste Aufgabe hier. Lassen Sie uns die mutierte Substanz untersuchen. Genau, das machen wir dann beim nächsten Mal. Alles klar. Dann hoffe ich sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was dazu in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.